Hey, Digga, Mann! Nicht noch ein Kind! Belehrt, Digga! Ich bin über dumm und arm nach zwei Kindern, was soll das? Trimax, wieso hast du auch die Möwe als Profilbild? Warum bist du eine Frau, Max? Ich hab ein Skateboard, weil ich ein hipper Typ bin. Okay, ich drück auf Fertig. Hey, ist doch voll das geile Game, guck mal. Boah, geil, Alter, Familie. Das wird richtig nice. Ich freu mich. Let's go. Wer macht mir jetzt hier nach? Ja, das war ich. Wow. Achtung! Weil ihr macht euch ja alle gegenseitig nach. Achtung! Oh, let's Papa, go! Latte! Verdient! Stark! Finde ich nicht. Doch, ich schon. Let's go. Okay, Ziel des Spiels. Aber dieses Mal geht es nicht um das Geld, sondern auch darum, dass du dich entscheidest, wer du sein willst. Mit ihnen kannst du deine endste Punktzahl steigern. Wissen, Zufriedenheit, Reichtum. Plus Geld ist gleich der Spieler mit den meisten Punkten. Okay. Ich glaube, das generelle Spiel wird heute mein Leben verändern. Also mein richtiges Leben. Ja, glaube ich auch. Hoffe doch, deshalb sind wir doch hier zur Selbstfindung, oder? Ja, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich... Finde ich mega geil, Revi, dass du mich zu dem Seminar hier eingeladen hast. Kevin, also du musst auf jeden Fall direkt Beruf machen, weil du hast an der Universität nichts verloren, wirklich. Guck mal, allein deswegen nehme ich direkt Universität. Oh, Junge, dumm, dein ganzes Geld ist weg. Hättest du auch im Pokémon-Karten stecken können. Auf was du jetzt bestimmt das gehst, oder? Was ist das? Stopp, du bist aus dem Studium geflogen. Was? Er ist ja wie im Real Life dann bis jetzt. Was? Hat er bestanden? Hat er schon bestanden? Nice! Was? Let's go! Du hast am meisten Wissen. Ja, sick. Okay, okay. Genau, jetzt kommt Zeit, einen Job zu wählen. Es gibt drei Bildungsstufen. Beruf, Universität und Masterabschluss. Mit einer besseren Bildung kannst du Jobs mit höheren Gehältern wählen. Okay. Bro, bitte mach nicht Koch, Kevin. Wirklich, alles, was du jetzt gekocht hast, war richtig scheiße. Revi, shut up, Alter. Dein Essen sah auch nicht besser aus. Alleine, oder? Oh, extra cash, let's go! Digga, was? Wann sind wir denn mal dran? Was? Entscheide dich für erhalte eine Lohnerhöhung, um mehr Lohn zu enthalten. Entscheide was? Du hast jetzt schon studiert und eine Lohnerhöhung. Toll, das ist noch ein Junge, holy shit. Easy Money. Okay, jetzt ist Revi. Ah ja, okay, jetzt. Ich sag's, wie es ist. Ich geh auch auf die Uni, Leute. Ich geh sowas von auf die Uni. Okay, wie dreht man hier? Eins, zwei, drei? Richtig nicht, Digga. Du musst richtig doll machen, so richtig flicken. Eine 7. Einfach oben. Achtung. Also, erstmal bestanden, oder? Oh, Baby. Jetzt ja, kommst du nämlich bei mir. Pass mal auf, meine Jobs werden ultra sick. Achtung, pass auf. App-Entwickler. Oha, die sind wirklich ziemlich sick. Aber du musst so viel Steuern zahlen. Hä, was für Steuern? Imagine 90k Geld, 70k Steuern, Digga. Dann werde ich Videogame-Entwickler. Komm, schau. Drauf. Da sehe ich. Junge, Finanzamt Achtung. Macht diesen anderen Cash-Grab, Alter. Aber wer bist du? Hey, Scamrad! Eins! So bad, Junge. Was? Ich halte einen seltenen Comic. Der wird mir später noch eine Menge bestellt. Bringen. Ich gehe ohne mich ein Essen bestellt. Nehmen Sie. ich bin dran. Ich gehe auch auf die Uni. Hey, Basti wird jetzt bestimmt den Beruf nehmen und damit alle hochnehmen. Ich sag's euch. Junge, jetzt bin ich gespannt, was Travis für Jobs bekommt. Alter, Nadine, let's go. Komm. Gib mal jetzt richtig. Ah! Oh mein Gott. Beides weg. Oh mein Junge, Gott. Junge, 100k, 90k. Steuern, Digga. Max, du hast ja so reingeschrieben, du hast über mich gelacht. Alter. Ich bin App-Entwickler. Du kriegst halt nur ein bisschen mehr Starten. Der hat Gehalt schon bekommen. Max, was machst du? Mehr den Rasen mehr deines Rasen? Nachbars. Ja, aber, musst du dann, ja, aber wenn du halt rot machst, dann nicht viel. Aber trotzdem. Egal. Digga, wenn er jetzt 80 Kameras schreit, ich kreische. So, schwarz. Hey. Ultra rich. Für, Digga, welcher dumme Nachbar hat hier 80.000 für einen Rasenmähen, Alter? Junge, nimm Roboter-Ingenieur. Ja, ey, ich nehme Roboter-Ingenieur. Oh, shit. Digga. Oh, du musst das Linke nehmen, ja. Guck mal, ich weiß auch ganz genau, wen ich mir hier rausziehe. Ja! War so gut, Alter. Let's go! Es geht um die höhere Zahl erstmal. Oh. Mach mal. Hab ich. Junge, was hat das mit Schere, Stein, Papier zu tun? Easy. Warum? Hä, was ist das für Schere, Stein, Papier? Ja, GG, was? Oha, die 100 Jahre von dir! Was ist das denn, als ob die keinen Schere, Stein, Papier... Teaming, ey, Revi, wir Team auch. Revi, wir Team auch. Was ist das denn? Ich dachte, wir müssen Schere, Stein, Papier spielen. Ich wusste nicht, dass das hier Zweierteams sind. Saftiger Gib mir schnell dein ganzes Geld. Nice! Die 9! Was, ey, Kevin, Digga, what the fuck? Go! Let's go! Das ist gut an. Über dumm im echten Leben, das kann nicht sein! Okay, was hast du? Außerdem gibt dir dein Job eine Sternglückszahl. Wenn jemand deine Sterne erwischt, dann müssen sie dir Geld zahlen. Aber wenn du auf deine eigenen Sterne kommst, erhältst du einen Bonus von der Bank. Ah, okay. Oh, Single oder heiraten? Kann man auch später noch heiraten? Geht das? Nee, ich glaube, du musst es jetzt hier entscheiden. Boah, schwierig. Ja, komm, heiraten. Echt jetzt? Ja, ist wichtig. Glückwunsch. Danke. Let's go! Wieder Bonus! Das ist doch nicht wahr. Guck mal, wie sich die denn aus dir geheiratet hat. Guck mal. Boah, also der Linke ist hässlich. Der sieht aus wie Basti. Was? Ja, ich nehme die in der Mitte, die ist hot. Hä? Oh, ich bin selber eine Frau. Oh, hot ist geschenkt. Kevin hat gleich 8 Millionen nach dem zweiten Zug. Ja, ich glaube, Kevin ist auch gleich, also Kevins Runden gehen irgendwie dreimal so lang wie unsere. Kevin hat bisher mehr gespielt, als wir alle drei zusammen. Yeah. Oh, von Revi kommt es. Was denn? Was haben wir denn? Oh, von mir auch. Oh, ich geh rein. Ja, ich hab ja genug. Du hast mehr Geld als wir alle zusammen. Ist das normal? Ich darf nochmal drehen. Hä?
Nummer 9. Wie oft drehst du eigentlich? Okay, ich zeig euch jetzt mal einen geilen Spin. Jetzt gibt's erstmal eine 6. Was für eine Kacke. Aber erstmal Geld, klar. So, und jetzt passt auf. Aktion. Wieder ein Comic. Oh, Slam Dunk Wettbewerb. Sieh dir einen Game-Stream an. Aber das ist da. Nee, Slam Dunk. Das soll Bildung bringen. Junge, welcher Stream auf Twitch bringt dir einen Punkt Bildung? Alle gebildet. Okay, Kevin, ready? Nimm mir mal bitte das Stream. 2, 1, go. Mann, als ob das das einzige Minigame ist, das sie dir haben, dieses Ratten. Okay, ich muss nur über 2 haben, dann krieg ich 100 Kavallerie. Ey! Nein! Ihr seid die Dümmsten der ganzen Welt! Ja. Alles über eine 2 wäre besser gewesen. Ja! Let's go! Easy Money für mich! Danke! Hätte gerade die 9 ist gerickt. Oh mein Gott, Bro! Max, willst du heiraten oder bleibst du Single? Single! Oh! Nochmal Bonus! Hey, das ist doch nicht wahr! Go. Was ist denn das? Hey. Hör mal auf damit, Max! Oha, 10 kann mehr Gehalt erhalte schon einen neuen Job, erhalte eine Lohnerhöhung. Boah, was soll ich machen? Ich glaube, ich würde die Lohnerhöhung nehmen. Ich würde, glaube ich, einen neueren Job nehmen. Aber App-Entwickler ist geil. Nochmal befördert den werden. Neuen Job. Komm schon was Geiles. Ist nur Scheiße. Roboter-Ingenieur. War eine gute Wahl. GG an mich. Guck, bei Leertaste sind die 9. GG an mich, sagt der. Kannst du mit Leertaste würfeln, Basti? Ja, ja. Komm, mach rechts, Basti. Mach rechts. Komm, du. Hol dir die RTX 3080 Ti, Junge. Da ist sie sogar. Guck mal, das sieht wirklich so aus wie eine RTX. Du bist doch ein Gamer. Komm, das macht doch glücklich. Nein, ich also ich glaube, es ist Liebe, Bildung und Glück. Okay, jetzt kommen wieder 6 Runden von Kevin. Eine Runde gibt 12 Sekunden. Okay, come on, 9. Ach, 3, Digga. So. Oh, Steuern! Oh, Steuern, Kevin! Nein! Oh. Hä? Wow. 30k, Alter. Was? Du verdienst so wenig. Das schmerzt. Warum bist du so arm? Warum verdienst du so wenig? Du machst nur 70k im Jahr. Okay. Fuck, unrelated. Ich bin bei 120. Junge, klein. Du bist viel weiter als ich. Ich geh auch heiraten, war ich seh mich da. 80k, Schmackofatz. Investition. Familie wird nicht mehr gelebt. Nur so auf Cash. Und am Ende stirbt er alleine, kriegt alles abgezogen, pass auf. Haus. Haus, ja. Was, das kostet 1000? Bro. Hä, links Unge. Ey, aber Real Talk, ich glaube rechts ist das geilere Haus mit diesem Infinity Pool. Aber der hat ein Loch, guck mal. Ja, true, da läuft das Wasser raus. Scam. Ich nehme die Villa. Erstmal mit, ganz entspannt mit der Villa starten. Wir haben gerade angefangen. Ja, die ist zur Südseite ausgerichtet. Hä? Steuern? Oder was war das denn? Naja, das Haus, Digga. Das Haus für 300k. Du hast echt schon zahlt. Ich dachte, das ist irgendwie gestreckt über mehrere Jahre. Okay, ich bin gespannt, was Basti macht. Ganz einfache Entscheidung. Ja, Digga. Die einzige richtige. Musst du so früh heiraten? Max, du kriegst am Ende alles abgezogen, weil du alleine stirbst. Alter, Revi heiratet irgendwann. Kevin sagt zum Publikum und ruft rein. Oh, hot! Als würde ich Kevin einladen. Kevin, Alter. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Familie. Ey, ganz ehrlich? Du bist Filmdirektor, ne? Ich gehe auf Familie vorne. Vernünftig. Passt zu dir. Steht dir. Mann, nein. Oh, Mann, Digga. Oh, meine Zahl wird nie getroffen, die 10. Revi streamt seine Hochzeit. Ey, Realtalk, ich glaube, ich streame meine Hochzeit. Subs. Guck mal, du kannst 2 Hunde bekommen. Oder 2 Babys. Nimm 2 Hunde. Der linke ist nicht von dir. Guck mal, der ist nicht von dir. Jo, was hast du rumgeschossen? Digga, okay. Der ist aber nicht von dir, der sieht ganz anders aus als du. Herzen gesammelt. Ja, der ist nicht von dir. Der ist vom Briefträger, Bro. Oh, ich geh in die Flitterwochen. Drauf, ich kenne nur bei Spiel des Lebens die SpongeBob-Variante. Ja, deswegen bist du auch ein Zuschauer von mir. Ja, Basti geht voll in der Family, ich seh's. Oh, jetzt wo du es gesagt hast, geht auf Investition. Der fährt durch die Mitte einfach, der driftet. Durchs Krankenhaus erstmal. Ist das nicht so, dass Kinder am Ende auch nochmal Geld geben oder bin ich dumm? Ja, ja, ja. Ja, 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 50.000 oder so, das war nicht so. Kinder geben Geld? Ja, Kindergeld. Kinder geben Geld? Da Winky? Chillig, ey. Hör dir ein Hörbuch an, oh Gott. Erstmal Edel Talk reinschallern, Digga, let's go. Der sieht doch ein bisschen aus wie ein Trimax, ey. Oh, Arsch, Alter. Sieht aus wie Trimax. Kevin, läufst du zum Lachen eigentlich immer weg? Was machst du eigentlich, Bro? Jetzt bin ich so. Junge, der Sound. Oh, Steuern. Ah, nee, nee, das ist was anderes. Ah, doch, nicht Steuern. Hä, hey, Kevin, du hast voll den geilen Job, der voll viel Geld. Warum? Dann musst du da so viel Steuern zahlen. Ich glaube. Hä? Ich wollte investieren, nicht heiraten. Hä? Kannst du zweimal heiraten? Nein, die Entscheidung kommt ja gleich nochmal, dass du Familie oder Investition. Okay, wen soll ich nehmen? Was sagt ihr? Ich würde den Linken nehmen. Okay. Okay. Nein, hab ich immer selber, Alter. Das ist ja ganz weird. Was? Familie? Das geht aber schnell. Haustier adoptieren oder ein Baby? Was mache ich? Ich kaufe mir so ein Baby. Ah, du kannst jetzt 2 Kinder holen, dann kannst du voll auf Investitionen gehen. Ja, mach ich, Bro. Ja. Achtung, mal gucken, was mein Ehemann geboren hat. Ah, chillig, eine Tochter.
Oder erstmal rumschleudern, Digga. Was kommt danach? Leben was fortsetzen? Online-Kurs. Mein Leben beenden, oder? So. Hey, was hat der nochmal studiert? Doktor, geil, Alter. Was? Was haben wir hier? Astronom! Bro, Windenergietechniker ist ja insane geil, der Job. Weil der hat ein Haus. Money. Der kommt jetzt auf Steuerzelt und ist alles vorbei. Was? Holy was? Kann ich nochmal zurück? Ich will nicht verkaufen. Muss ich jetzt verkaufen? Nein, ich glaube, du musst. Okay, ich verkaufe. Für wie viel hast du gekauft? Für 300 und 640 ist Max. 300 steht da links, ja. Hä? Hä? Max, Digga, du kannst sie doch erstmal alle anhören. Junge, was? Ach so, man kann sie alle angucken. Ja. Junge. Digga, der gibt 340k plus raus. Bro, er nimmt einfach so das erste Angebot. 340.000. Mein Gott, ich hab das nie gespielt. Wieso? Ich dachte, man kann einen Brief öffnen. Wieso darf man denn drei Briefe öffnen? 26. Oh Mann, das ist schief, dass ihr schummelt. Ja, wir wussten es ja auch nicht. So, ein Häuschen. Oh, das Waldhaus ist chillig, Bro. Wohnheimzimmer. Das Ding sieht mehr aus wie so ein Asia-Imbiss, Alter. Okay, schön, 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 schön. Ich brauche einen besseren Job, oder? Komm an, gönn irgendwas Krasses, gönn irgendwas Krasses, gönn irgendwas Krasses. Hoffentlich jetzt irgendwie so Taubenwissenschaftler oder sowas. So Töpfer. Also, Bro, ich finde den Wettbewerb. Oh, saftig, Digga. Ey, ich finde Astronom halt, wenn du da aufsteigern kommst, bist du ja, halt so ne? gerippt. Ja, ne? Denke ich halt auch. Hä? Ich hole mir ein neues Smartphone. Was für eine Scheißrunde. Junge, nice. Ich komme nicht voran. Digga, Trimer ist gleich schon tot und ich habe gerade meinen ersten Hund adoptiert, Alter. Gewinn oder verliere alles. Lass das Schicksal entscheiden. Boah, Max, wenn, Junge, ganz ehrlich, Bro, wenn du Eier hast, geh links. Was? Geh links. Hoffentlich verliert er alles. Alles weg. Oh, die hat das Steuern! Oh, alles weg. Boah, Junge, das knallt rein. Wir nehmen den. Ah, doch, den Online-Kurs. Wenn es auch Astronom ist, mich raus. Hey Jungs, ich habe noch nicht mal entschieden, ob ich Familie oder Investitionen gehe. So weit bin ich hinten, ne? Ja, Dicke, du musst eigentlich das Rechte nehmen, oder? Nein, ich finde es halt, also ich verliere nur 60k, wenn ich auf Steuern komme. Ja, true. Hey, checkt ihr, wo ich noch bin? Seht ihr das? Hallo? Naja, du würfelst mega dumm. Och nee! Oh. Das ist ja das Schlechteste. Das ist ja das Schlechteste. Sache Astronom. Boah, ja. Digga, 150 Folgen, Alter. Jetzt gehe ich hier voll in auf Investitionen, Digga. Ganz ehrlich, ich habe schon ein Kind. Scheiß auf meine Frau. Ich widme mich meinem Job. Jetzt wird. Och Mann, Digga! Vor allem scheiß auf meine Frau. Ey, das ist super. Warst du nicht mit einem Mann verheiratet, Revi? Ja, ist doch egal. 400k einfach. Nimm doch. Hä? Hey, du hast 400k. Rechts ist überkrank. What the ich kaufe das wirklich einfach. Du hast 400k, mach für 400k. Ich hab dann 0 Euro. Stell dir vor, du kaufst dir ein Haus, aber Sushi ist direkt mit drin. Ich hab jetzt gar nichts mehr, ne? Ich hab jetzt 0 Euro. Oh mein Gott, ganz wichtig, jetzt bin ich auf voll Risiko gegangen. Ja, hast du das, was du eben an Steuern gezahlt hast, fast wieder raus. Trimax, Alter. Lerne neue Sprache. Das passt so, Basti, das passt so. Das passt so. Ja, es war so obvious, Dicker. Oh. Schließe einen Online-Tutorial ab oder geh auf eine Kreuzfahrt. Schließe ein, boah, nee. Oh, Kreuzfahrt 100, 3, 100k und Umwelt verpesten oder irgendwas lernen? Man das muss auch mal das machen, wie es geil ist immer. Ja, genau. Ich hab kein Geld mehr. Ja eh minus 50k, ich bin im Minus. Let's go. Oh. Kredit aufnehmen, Loser. Komm mal, rechts, rechts. Lege dir eine Schneckenfarm an. Was heißt die Schweine? Junge, Trimax, Alter. Schneckenfarm, zwei Reichtum. Das passt so zu dem. Nee, Schneckenfarm kann echt mega, mega krass sein, wirklich. Das kann sich überrechnen, glaub mir, Jungs. So, wir gehen auf die Nummer sicher. Ja klar, Basti, der Deutsche. Trimax macht echt in jedem Game Farms. Boah, Kevin, okay, du bist ein riskanter Typ. Ja, 100%ig riskant. Können wir uns irgendwie gegen Basti verbünden? Er hat jetzt schon zwei krasse Sachen. Come on, let's go! Ach, Schicksal, da scheiße. Auf diesem Feld übernimmt das Schicksal die Zügel. Okay, was gibt's denn hier? Was ist denn das Schlechte? Das Rote, ne? Die Steuern. Ja, mach rot einfach. Einfach dunkelrot. Aber was ist das? Aktion? Aktion? Aktion. Boah, Sudoku ist halt schon geil. Aber 100k bezahlen und ein Puzzle machen? Ist absolut das Geld. Für 1000 Teile auch nur, weißt du? Digga, das ist einfach ein Lego-Set, was du da gekauft hast für 100k mit 1000 Teilen. Ich kann ja gar nicht auf die Bildung gehen. Immer so ein, zwei Stunden. Ey, Jungs, könnt ihr mir kurz was pumpen? Ey, du, bei mir ist knapp momentan. Nein, ich gehe. Digga, ich hab leider Termin, Revi. Sorry, Mann. Ich setz mal Leben einfach vor. Gerne, aber da ist gerade schwierig. Hey, Digga, Mann! Ich leisten. Bin so Bro, guck mal, Digga! Oh mein Gott, Digga. Gehalt, oh, 80.000, oh! Stell dir vor, du musst dein ganzes Geld ausgeben für ein Kostüm. Einfach so all in. Trimax hat den Kostümwettbewerb verloren. Junge, als ob du das jetzt machst, das ist super risky. Das ist ultra risky. Was das ist ultra risky, wie viel läuft das verloren dann? Wenn du jetzt Digga, eine Eins, Revi, Digga. Oh, ja, aber Revi ist so drin. Bäh. Schwierig. Junge, kritische, stabile Seitenlage, Alter. Jetzt krieg ich nochmal 100.000. 10k, Junge. Glückwunsch, du bist der erste Spieler, der den Ruhestand erreicht hat. Glückwunsch. Wir spielen noch eine Runde, das Game ist Scam. 1,3 Millionen. Ich bin hier noch nicht fertig, Digga. Dein Leben weitergeht. Du kannst es entweder weiterdrehen für Cash oder weiterdrehen für die Stats. Ja, ich hab doch todesviel Cash mit 1,3 Millionen. Okay, dann jetzt für Stats drehen, oder was? Auf gar keinen Fall rot. Perfekt, schwarz. Finde einen versunkenen Schatz, besuche die Pyramiden. Mach ich. So, ein Herz. Oh, ich hab die ganze Zeit Ruhestand. Boah, was nehme ich? Eigentlich müsste ich ja das Rechte nehmen. Wofür braucht man denn Geld? Geld im Ruhestand. Fürs Nachkommen, für die Kinder, für die nächsten Generationen.
Rekordrot. Niete. Oh. Niete steht da, wie geil, das stimmt sogar. Jungs, ich glaube, Revi wird jetzt nochmal alles rausreißen. Ich glaube, jetzt wird nochmal richtiges Comeback. Digga, ich würfel die ganze Zeit eine 2. Ich komme nicht weiter. Nicht noch ein Kind. Belehrt, Digga. Kommt noch eins. Digga, ich komm mit 6 Kindern und 10.000 Kinder Euro zurück. Game stark. Im Late Game, Digga, das ist nicht League of Legends hier. Ich bin überdumm und arm und hab 2 Kinder, was soll das? Wenn du ein Haus verkaufst, erhältst du 6 Angebote, die jeweils in einem Briefumschlag stecken. Öffne einen davon, um das Angebot zu sehen und verkaufe dein Haus, wenn dir das Angebot zusagt. Also man kann, okay, ich verstehe. Wenn es dir nicht zusagt, kannst du einen anderen Umschlag öffnen, um vielleicht ein besseres Angebot zu erhalten. Dann steht dir allerdings das vorherige Angebot nicht mehr zur Verfügung. Du darfst bis zu 3 Umschläge öffnen, also nur 3. Okay. Okay, verstehe. Ah, okay, ich habe bezahlt 450, Höchstverkaufspreis sind 900 und ich sag euch so, ich guck mal, ich will mal sehen. Ah, Trash, Digga, Trash-Angebot. Was? Ich hab's nicht angenommen, ich hab nichts gedrückt. Chilliges Game. Ich hab aber nichts gedrückt. Bro, ich würfel immer so eine Bill. Hey, Digga, ich komm nicht voran. Eins. Junge, Revi, Digga, wie lange brauchst du? Revi, Alter. Was machst du denn da? Was machst du da? Der hat sein an die Wand gefahren. Ich mach Master jetzt. Ich bin nochmal Schulden auf. Er hat 8 Kinder einfach und macht dann noch einen Master kurz. Noch ein Kredit. Ruhestand. Ich muss noch einen Kredit nehmen. Wartet. Noch ein Kredit. 3 Kredite schon aufgenommen. Also erstmal 3 Kinder kriegen und dann mit 55 einen Master machen. Mal Leute, Late Game hole ich das jetzt noch. Achtung, ja, also ich gehe nämlich jetzt auf den. Scheiße. Ich gehe jetzt voll Chirurg auf den Gehirnchirurg. Dann mache ich es lieber selber. Ja. Oh, meine 8, ist gut. Bei Revi nicht unbedingt. Der, wo bist du denn noch gar nicht? Ich habe kein Konto, ich habe alles unterm Kopfkissen. Junge, du bist erst da, Revi. Was? Soll ich jetzt noch auf Full End Risiko gehen? Ja, musst ja, du. Ja, musst du jetzt. Jetzt musst du. Du musst aufholen. Das ist alles, was du jetzt tun kannst. Und Steuern fällt. Digga. Das ist echt. Das ist 100k! Das sind aber 2 Kredite mehr! Let's go! Holy shit, wie bad! Ey, das ist halt wirklich Rekordleistung. Ja, ich wusste nicht echt, das Game ist, das soll Spaß machen. Yeah. Wie kann man so ins Minus gehen? Alter! Das ist überhaupt kein Spaß. Digga, 6! Oh, krieg ich jetzt selber Geld? Bekommen. Von wem? Ja. Oh, von der Bank. Okay. Komm schon, und jetzt. Bist du ja schon Stammgast. Achtung! Ja, mal Ruth. Die kenn ich schon. Oh, Revi, nochmal. Junge, jetzt versuch ich jetzt zu fühlen. Imagine, jetzt kommt Steuern. Aber Haus kaufen ist auch Baba. Das ist mega smart. Du kannst jetzt verkaufen. Du kannst jetzt verkaufen. Ja. Aber wozu sollte man jetzt verkaufen? Man kann ja eh am Ende, wird man ja eh darauf auf, also. Nee, mach ich nicht. Mach einen anderen. Kannst du jetzt andere? Ja, ist gut. 88k plus. Achtung. Jetzt mal. Jetzt machen wir mal ein paar große Schritte. Wo bist du denn ganz? Oh. Jetzt. Na endlich. 100k. Was für ein Müll. Halbe Stunde später kommt er an als wir. Was mache ich jetzt? Aber wie ist es? Wie viele Runden geht's jetzt noch im Ruhestand? Ich glaube, jetzt, wenn Revi drin ist. Ja, Digga, ich hab nichts. Wird jetzt zusammengerechnet. Ich hab sowas von. Wie ist vorbei? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh mein Gott, ich hab echt keinen Plan, wer gewonnen hat. Ich glaube Trimax, oder? Okay, Geld insgesamt. Geld insgesamt. Junge, als ob ich so bad bin. Was? Attribute insgesamt. Basti auch wieder. Der hat das gewonnen. Mal gucken. Boah. Was? Oh mein Gott, ich werde Letzter. Nein, ich bin Letzter. Was? Nice. Bro, ich hab mit Abstand 1000 Punkte verloren. Kredite insgesamt. Minus. Digga, ich bin 500 Punkte, Ui. Digga. Ich hab dreistellig verloren! Baby, holy shit! Ich hab dreistellig verloren, oh nein! Ey, eine Revanche, bitte! So Punkte von Basti! Digga, bitte!